Willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us, Gott unter Wasser. Im letzten Part haben wir das Militär ausgeschaltet. Kann man hier irgendwo noch raus? Ah, was ist hier drin? Uns fällt schon was ein. Also ich habe hier gerade nichts gesehen. Ja, wir haben das Militär geballert. Gott. Ich weiß hier schon gar nicht mehr, ob es hier irgendwo was gab, weil man hier auch tauchen kann. Die Frage ist nur, wie. Ich habe es total vergessen. Ja, mit Kreis, glaube ich. Sie kann nicht schwimmen. Jetzt weißt du, was du nachholen wirst. Hör ich klicken? Willst mich doch wohl nicht verarschen. Yo. Ich denke mal, das ist die Luftanzeige. Willst du mich mal durchlassen? Ich habe keinen Plan, wie man schwimmt. Taucht, meine ich. Oder kann man hier einfach nur nicht hin? Ich habe keine Ahnung, was von beiden. Aber es ist echt schon dunkel. Kackatmosphäre, finde ich. So. Na dann. Zum Tauchenkreis, zum Auftauchen X. Okay. Jetzt funktionierst du. Alter, und das ist schon viel heller hier. Einmal wieder hoch. Wir wollen hier nicht sterben. Ertrinken. Das ist viel heller unter Wasser. Können wir doch mal nachgucken. Wo geht's hier? Aha. Aha. Okay. So. Und wie kriegen wir alle jetzt hierher? Sehr schöne Frage. Ellie? Ellie sagt, ich höre dich nicht. Moment mal. Oh. Hi, Ellie. Mit dir kann man gerade nichts machen. Okay, kein Gespräch und so. Wo stand ich hier drauf? Hier? Ja. Okay, da kann ich... Ah, da kann ich hängen. Ist nur die Frage, ob dort irgendwas ist. Oder unter Wasser. Hä? Ellie, was laberst du? Ja, sie geht noch. Was geht noch? Bitte? Red Deutsch mit mir. Gerade nur verlesen. Okay, hier ist nichts. Gut. Was? Ah. Okay. Da kann er dir rauf. Also, so wie ich gerade das Ding transportiere, denke ich mal nicht. Aber hey, Ellie. Ah, da geht's hoch. So meint sie das. Okay. Siehst du da irgendwas, was wir mitnehmen können? Steig drauf. Wirklich? Ellie. Okay. Ist da noch ein Gang hinter ihr? Alter, ich will gucken, ob da was ist. Oh. Vorsichtig. Ich hab dich. Jo. Versinkt sie erstmal beinahe? So, dann wollen wir mal sehen. Oh, oh, oh. Du hast da was. Was hast du da denn Schönes? Was teiliger Schmugglernotiz. Warum krieg ich das jetzt erst? Ich hab doch die Notiz mit Ellie und so weiter auch eingesammelt. Ich hab sie.
Nein. Schmugglernotiz, mein Headset, bitte nicht runterfallen. Danke. Schmugglernotiz. Dein Kontakt ist ein Typ namens Frank. Oh Gott. Hallo Frank! Er ist der Typ von draußen, mit dem ich Handel getrieben habe. Er will in die QZ Boston. Triff ihn am Ausgang der U-Bahn. Haltestelle Park Street, neben dem Rathaus. Anbei sein Visum und seine QZ-Papiere. Wie gefällt dir die Arbeit? Sei vorsichtig da unten. Einige Leute berichten von Klickern und Stalkern in dem Gebiet. Stalkern? Wo zum Henker ist der Kerl? Ich warte hier schon seit 2 Stunden und schwitze. Ich glaube, da im Schatten bewegt sich etwas. Mir ist, als würde mich jede Sekunde ein Stalker anspringen. Ich gebe ihm noch 1/4 Stunde, dann gehe ich zurück. Anscheinend hat es die Viertelstunde nicht mehr. Wirklich noch was? Hallo, Drogen. Die Lampe könntest du wieder angehen. Controller, du auch. Ich wusste doch, es lohnt sich hier. Also, die Frage ist, hier noch was drin? Ja, und hier ist das. Schnell mal alles eingesammelt. Durch da, schnell Luft. Firefly-Anhänger und Teile waren da noch drin. Jetzt ist nur die Frage, ob ich alles auch alles geholt habe. Ich denke, ich habe irgendwas gesehen. Xiao Jiang. Oh. Aber ich denke mal, da ist nichts mehr. Hoffe ich doch. Wenn die Taschenlampe funktionieren würde, wäre es echt awesome, weil ich glaube nicht, dass mein Wireless-Controller irgendwie sowas drin hat. Dass ich es schütteln kann, quasi. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich sollte mal den Controller dann wechseln. Auf den normalen. Ich hoffe mal, hier war wirklich nichts mehr. Also durch hier. Die Sachen zu schwimmen, ist auch mal awesome. Okay, Ellie, ich komme. Ins Wasser springen, wer wollte das nicht? Aber keine Ahnung, wie ich zur Hölle dann am Anfang hier noch weggetreten bin. So. Laufen wir halt mal ohne Taschenlampen rum. Keine Tür, die man irgendwie mit Messer aufmachen kann. Und mein Bruder schreit irgendwie rum. Gut. Was heißt gut? Hier ist nichts. Ich hoffe, meine Taschenlampe beruhigt sich, wenn sie einige Zeit ausgeschaltet ist. Davon habe ich keine Ahnung. Normalerweise habe ich es immer so. Okay, nicht mehr aus hier. Da geht's hoch. Und hier. Irgendwo hin. Irgendwann funktioniert die Taschenlampe auch nicht. Ha, mein Vater meckert mit meinem Bruder, weil er hier so laut ist. Okay. Ich hoffe mal. Taschenlampe beruhigt sich. Und Sequenz? Ja. Hey, also. Wegen Tess. Ich weiß nicht mal, okay, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens, erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Und drittens, du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist deine
Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Der Typ schuldet uns was. Und hat eventuell, Betonung liegt auf eventuell, ein Auto für uns. Ui, nichts mit Drakon. Noch mehr Szenen. Na bitte. Ja, hier lang wird's schneller gehen. Wow. Was? Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Meine Taschenlampe funktioniert wieder. Finde ich super. Was passiert eigentlich, wenn man den treffen würde? Warum bringst du mich nicht zurück zu Marlene? Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser. Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Ach. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Doch. Hm. Oh, noch mehr. Was liegt da? Gesundheit. Alkohol. Alter, wer lässt sowas hier unten liegen? Oh, hey, Kleiner. Sagtest du, das ist eine Vogel oder so? Kann man hier rauf? Ach du Scheiß. Da scheint nichts zu liegen. Nur ein Hase. Okay, gehen wir darüber? Von einer Seite wird der hier hingekommen. Was ist denn das? So, wenn ich muss hier hin, bitte. Moment mal. Moment mal. Kommt jetzt etwa schon die Stelle? Ich hab. Was? Kann doch nicht sein. Ich dachte, die wäre viel später. Okay, gibt's hier sonst noch was? Okay, da war Kanal. Okay. Es gibt zwei Wege. Es gibt immer mehrere Wege, die nach Rom führen. Dann gehen wir einfach da mal rein. Und schauen uns die ganz langen Sequenzen an, falls das wirklich das ist, was ich denke, dass das ist, was es wahrscheinlich sein wird. Also, ey. Nee, doch nicht das, was ich denke, dachte. Whatever. Wow, da! Oh. Fireflies! Ich meine, echte Glühwürmchen. Ja, das sehe ich. Oh, sorry. Ich musste das einfach tun. Alter, wie nice! Alter! Klicker haben kein Problem mehr. Nahkampfverbesserung. Verbessere eine beliebige Nahkampfwaffe, um Gegner mit einem Treffer zu töten. Die Verwendung der Verbesserung ist jedoch eingeschränkt. Wenn sie abgenutzt ist, geht sie kaputt. Ja, Klebeband und Messer, ne? Aber hey, Klicker sind kein Problem damit. Null. Ah, ja, danke. Alter. Ist sowieso meine Lieblings-Nahkampfwaffe, weil damit alle weg und so. So, kommen wir hier rein? Das sieht nicht da raus. So, was ist hier noch? Mist. Tja, hier drüben geht's auch nicht. Dann müssen wir durch die Tür da. Wo Ellie steht, fragt er hier. Ellie, wo bist du? Er wird schon wieder zu mir finden, wenn die nächste Sequenz kommt. Jo, Junge, ich stehe davor. Oder willst du mir sagen, ich soll das abknallen? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ellie? Weil vorhin konnte ich da doch einfach Dreieck drücken. Ellie, jetzt mal ohne Scheiß.
Auf Verstecken zu spielen. Wo bist du? Hä? Ah, hi. Wie wär's damit? Ja. Die Frage ist, wo will ich das verwenden? Oh. Ja. Schon verstanden. Nein, du sollst das da ranlehnen. Danke. So. Das heißt, an dieser Nahkampfwaffe kommt man irgendwie nicht vorbei. Ich könnte theoretisch auch über diese Mauer da gehen, aber ich glaube, das will das Spiel nicht. Na also. So, jetzt sind wir hier. Bist du das, Bill? Wo trefft ihr euch denn sonst immer? Na? Das kommt drauf an. Du warst noch nie hier, oder? Ich weiß, dass er hier lebt, aber nein, ich war noch nie selbst hier. Und der Rauch, das soll er sein? Das wäre gut für uns. Wow, dann sehen wir mal nach. Okay, wir werden nachsehen. Keine Sorge. Aber auch im nächsten Part erst. Ich speichere nämlich mal das Spiel. Ich glaube, das habe ich jetzt erst einmal getan, während zwei Aufnahmen. Das wird schön, wenn Aufnahmen hiervon kacke wären. Aber was soll's. Ich sag bis zum nächsten Mal und dann gehen wir halt auf die Suche zum Freund namens Bill. Ne? Bis dann, viel Spaß und tschüss.